So, wir sind's. Da sind wir wieder und wir machen heute einen Chai-Sirup, einmal mit und einmal ohne Kürbis. Und dafür brauchen wir neben Kürbis Candiszucker, braunen, dann brauchen wir Honig, wir brauchen Zucker. Ich habe da Vergeoise-Zucker genommen, das ist ein Karamellzucker aus Frankreich. Wenn ihr den nicht bekommt, nehmt ihr normalen Rohrohrzucker. Dann habe ich Ahornsirup, wir brauchen eine Prise Salz, wir brauchen endlich mal Safran. Ich benutze viel zu wenig Safran in der Küche. Wir brauchen Zimt, wir brauchen Pfeffer, Lavendel, Vanille. Dann habe ich Nelken, wir haben Kiefernadeln, wir haben Zimtblüte, Kamillenblüten, Kardamom und Rose, Piment, Koriander, Makisblüte, Wacholderbeeren, dann habe ich eine Tonkabohne und Sternanis. So, es sei am Rande gesagt, ihr könnt diese winterliche Gewürz-Chai-Mischung abschmecken, wie ihr wollt. Ich verwende Kürbis, das ist ein Hokkaido-Kürbis, dann habe ich Orangenschale frisch, Ingwer und Kurkuma, frische Knolle in Scheiben geschnitten. Und nun fange ich an, nach und nach die Sachen zu mörsern. Angefangen mit den Kardamomkapseln, die zerstoße ich mir grob, denn wir kochen alle Zutaten nachher zusammen aus. Und deswegen ist es jetzt einfach wichtig, dass sie grob zerkleinert sind. Hier seht ihr jetzt einmal die Zimtblüte. Die hat oben so einen kleinen festen Knottel, der nahtlos in den Stiel übergeht. Daran könnt ihr die von Nelken unterscheiden. Die sehen sich nämlich mit dem bloßen Auge und ohne diesen kleinen Klugschiss betrachtet sehr, sehr ähnlich. Und daran kann man die eben unterscheiden. Zeige ich euch gleich, wenn es an die Nelken geht, dass die unterschiedliche Köpfchen haben. So, nach und nach gebe ich mir jetzt hier meine vorher beschriebenen Zutaten in den Mörser. Hier seht ihr jetzt die Nelken. Da könnt ihr ganz gut sehen, dass die oben so einfach so ein Kügelchen auf dem Stiel haben. Und das unterscheidet die eben. Also, dass die Zimtblüte kein mobiles Kügelchen oben auf dem Stängel sitzen hat, sondern einen festen Stängelkopf. Hier wandern jetzt die Rosenblätter mit in den Mörser. Wie gesagt, das ist alles optional. Ich glaube, wichtig sind diese typischen Weihnachtsgewürze wie Anis, der kommt jetzt hier, Zimt, Muskat. Ich würde auf jeden Fall nicht auf Piment verzichten. Und wenn ihr dann noch Kardamom reintut, dann habt ihr eine gute Grundmischung. Und auch Vanille muss nicht unbedingt rein, wenn ihr sagt, nee, wir wollen ein bisschen sparsam sein. Vanille ist wirklich im Moment abartig teuer und da könnte man dann jetzt also auch ein bisschen mit Vanilleextrakt mogeln. Ich habe jetzt hier die geschnittene, getrocknete Vanilleschote, gebe die mit rein, stoße die auch einmal mit an. Und hier sind dann die gesammelten Reste, Salz, Makisblüte, Lavendel, Pfeffer und getrocknete Zitronenschale. Die gebe ich hier mit dazu. Und dann geht es an den Kürbis. Da haben wir einmal oben den Kopf abgeschnitten. Den Zipfel. Und den Bürzel auch. Den Bürzel auch. Und dann geht es daran, die Kerle auszuhöhlen. Der Mann musste durchschneiden und ich mache mich jetzt hier mit dem Spitzenlöffel dran, das Gehäuse rauszukratzen. Und im nächsten Step müssen wir den dann vorgaren. Der kommt jetzt ohne Fett und ohne Schalaleng einfach halbiert auf ein Backblech. Und dann geben wir den bei 150 Grad in den Ofen für ungefähr 20 Minuten. Und ich habe unten im Ofen ein bisschen Wasser in der Schüssel, dass die ganze Geschichte nicht zu trocken wird. Also einfach, um Luftfeuchtigkeit zu produzieren. Hier seht ihr jetzt unsere grob angestoßenen Gewürze im Kochpot. Dazu gebe ich dann noch die Nadeln. Die drehe ich mir einmal so zwischen den Fingern, habt ihr gesehen. Dann ich bilde mir ein, dann kommen die ätherischen Öle besser zur Geltung. So, nun erhitzen wir den Topf langsam. Ich bringe mich hier schon mal in Position, mitsamt der Zutaten, die ich gleich dann noch dazugeben werde. Und dann rösten wir uns die Gewürze erstmal kurz an. Sehen zu, dass wir aufpassen, dass die den Rauchpunkt jetzt nicht überschreiten. Also die sollen nicht rösten im Sinne von anschmurgeln, sondern die sollen wirklich einfach nur schön heiß werden. Und dann gebe ich diesen Vergeoise-Zucker dazu. Wie gesagt, wenn ihr den nicht habt, dann nehmt ihr Rohrohrzucker oder braunen Zucker, das geht auch. Und sobald er anfängt zu karamellisieren, gebe ich Wasser dazu. Also ich lasse so ein bisschen Karamell entstehen, aber nicht zu viel.
denn die Gefahr, dass das bitter werden würde, ist relativ groß. Und wir haben hier so viel Karamellnoten jetzt auch im Ahornsirup und braunen Candies, den ich gerade dazu gegeben habe. Dann kommt ja auch noch das Aroma vom Honig dazu. Und von daher haben wir wirklich viel Malznote und Karamell da drin. So, und jetzt erhitze ich diese ganze Plörre langsam und rühre derweil immer mal um, damit sich der Candies gut auflösen kann. Und ihr seht, das ist so ein richtiger Sud geworden. Die einzelnen Gewürzbestandteile werden auch beim Garen ein bisschen aufquellen. Und das ist gewollt und nicht schlimm. Hier seht ihr jetzt, wenn der Kürbis gegart ist, habt ihr unten so eine leichte Sirupschicht auf dem Backpapier. Das ist immer das Zeichen für Kürbis und Süßkartoffel, dass die fertig sind, wenn die Sirup loslassen. Dann geht die Karamellphase los und alles danach wäre dann Rösten. Und wir wollen ja hier diese Garphase eben nicht überschreiten. Ihr seht, der ist richtig butterweich geworden. Dann kann ich den von der Schale super lösen. Das mache ich jetzt hier mit so einem Löffelchen, pelle ich den da runter und sammle mir die Stücke alle zusammen mit den Gewürzen gleich wieder im Topf. Also ich gebe die alle zurück ins Sirup. Seht ihr hier. Und nun geht es darum, diesen vorgegarten Kürbis im Prinzip zu kandieren. Also wir kandieren den nicht komplett, aber wir kochen den jetzt so lange in dem Sirup, bis der fast transparent ist. Da werdet ihr also in der Konsistenz des Kürbis nach ca. 30 bis 40 Minuten köcheln, also ganz, ganz leise simmern lassen, werdet ihr sehen, dass der wirklich glasig wird. Ich habe das, wie gesagt, mit Hokkaido-Kürbis gemacht, deswegen ist der relativ formstabil, das seht ihr hier. Wenn ihr einen ganz mehligen Kürbistyp erwischt, kann das passieren, dass der ein bisschen mehr zerfällt beim Garen. Das ist nicht schlimm, dann pult ihr die Stücke da einzeln raus. Ihr könntet auch, wenn ihr ein großes Teesieb habt aus Stoff, so ein Stoffbeutel, könntet ihr die Gewürze da reindrücken und die praktisch gesichert ziehen lassen. Aber ich habe mich jetzt heute dafür entschieden, das alles zusammen zu machen und den Kürbis dann eben, bevor ich ihn wie hier jetzt gezeigt gleich püriere, einmal so ein bisschen von Gewürzresten mit den Fingern zu befreien. Während wir uns jetzt gleich um den Kürbis kümmern, gebe ich Kurkuma und Ingwerscheiben sowie die Orangenschale, die frische, mit in den Sud und lasse das Ganze jetzt einmal weilen kochen, dass das einmal so eine Minute oder zwei richtig sprudeln kocht und dann stelle ich die Herdplatte auf kleine Flamme und lasse auch das leise köcheln. Hier seht ihr jetzt noch Wallen und da reduziere ich dann die Hitze. So, und wenn sich aus meinem Sirup ein tatsächlicher Sirup eingekocht hat, das dauert dann nochmal so gute 30 bis 40 Minuten, leises Köcheln, wie gesagt, dann ist es Zeit, ungefähr die Hälfte der Flüssigkeit durch ein Sieb auf unseren Kürbis zu geben. Wir machen nämlich jetzt 2 aus 1. Das heißt, diesen Sud, den wir mit dem Kürbis zusammen ausgekocht haben, den nehme ich mir jetzt einmal, um den Kürbissirup herzustellen. Und dann machen wir noch einen Chai-Sirup, der kein Kürbisfruchtfleisch enthält. Ich gehe da jetzt einfach mit dem Pürierstab rein. Es dauert einen kleinen Moment, aber dadurch, dass der Kürbis eben jetzt wirklich diese ganz, ganz weiche Konsistenz erreicht hatte und komplett vom Zucker durchzogen ist, also das Fruchtfleisch wirklich komplett mit dem Sirup getränkt ist, kriegen wir hier auch eine ganz klare Flüssigkeit. Seht ihr das? Also da sind so minimal kleinste Faserstückchen vom Kürbis, dass man die wirklich später im Getränk gar nicht spürt. Den restlichen Teil des Sirups kippe ich mir jetzt in eine zweite Kanne durch ein Sieb, sodass ich da also dann dieses Kürbispüree nicht mit drin habe und setze mir jetzt nebenbei 2 weitere Heißgetränke an, um euch 2 weitere Heißgetränke vorzustellen, die wir im Moment oft trinken. Und zwar mache ich einmal einen Chaga-Tee, den gab es auch in einem unserer letzten Videos, das war der Chaga-Yaga-Tee. Hier machen wir jetzt einen Chaga-Latte mit dem tollen Chai-Sirup und dem pürierten Kürbis drin. Und weil Hagen das wahnsinnig gerne mit Kaffee trinkt, oh ja, als Pumpkin Spice Latte, mache ich ihm jetzt einen Filterkaffee, weil für einen doppelten Espresso ist es bei uns jetzt gerade in diesem Moment ein Tick zu spät. Also ich glaube, du wirst auch mit dem Kaffee nachher noch lange wach sitzen. Aber nein, du bist ja schon groß, musst genau. Du selber wissen. So, also wie gesagt, eigentlich doppelter Espresso-Shot und dazu dann die aufgeschäumte Milch und einen ordentlichen Schuss vom Pumpkin-Sirup.
Und genauso verfahren wir im Prinzip mit dem Chaga auch. Ich gebe den Chaga-Tee hier durch ein Sieb. Ihr seht das, diese Pilzbestandteile bleiben im Sieb zurück. Die gebe ich dann gleich wieder in den Topf und koche diese Flüssigkeit weiter aus. Das ist im Prinzip wie ein Sauerteig. Die könnt ihr immer wieder mit Wasser füttern, bis der Pilz eben irgendwann ausgelaugt ist. In beide Getränke, also links in den Kaffee und rechts in den Chaga, gebe ich jetzt einen ordentlichen Schuss von unserem Pumpkin Sirup. Das duftet so. Und nun ist es Zeit für geschäumte Milch. Wir trinken ja Sojamilch. Ihr könnt es aber mit jeder Form von Milch oder Milchersatz herstellen. Sojamilch schäumt genauso schön wie Hafermilch und Hafermilch schäumt genauso schön wie Kuhmilch. Hier seht ihr, ich verfeinere das Ganze jetzt nur noch optisch mit einem wirklich perfekten Anissternchen für jeden. Dann kommen unsere Strohhalme rein. Und da sind sie. Ja, ich würde sagen, wir verpieseln uns jetzt mit einer Wolldecke aufs Sofa. Bei uns soll es Schnee geben in den nächsten Tagen. Wir sind gespannt. Wir wünschen euch eine schöne erste Adventswoche. Genießt euren Chaga Pumpkin Spice Latte. Jawohl, und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.